So, guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in der wunderschönen Stadt München. Wir sind wieder zurück, um 100 Leuten auf die Nerven zu gehen und sie zu fragen nach deren Lieblings-Donor. Schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes in München oder in welcher Stadt wir es als nächstes machen sollen. Wir sehen uns bald in Köln. Habt ihr einen Lieblingsdöner? Donnersberger Brücke beim Bestdöner? Django's Giesing. Wir hatten eigentlich schon 15 Personen, nur irgendwie hat meine Kamera nicht aufgehört zu schreiben. Das heißt, diese 15 Personen, die ihr jetzt nicht gesehen habt, sorry Leute, ihr seid nicht im Video. Django's München. Donnersberger Brücke. Freimaller Feinkost. Mein Lieblingsdöner ist Max-Weber-Platz. Einsteinstraße. Doi-Doi. Safe Verdi. Akadash. Django's. Hi, Servus. Hi. Hans Kebab. Django's. Kannst du mir einen Döner empfehlen? Hans Kebab. Ja, Orleans Kebab. Berliner Döner in Berg am Laim. Ja, ganz selten mal, aber wenn, dann gehe ich bei der Münchner Freiheit da vorne. Türkisch. Alter Imbiss. Der Duab. Döner in der Augustenstraße. Türkisch. Akadash. Lieblingsdöner. Hey, alles Gute, Bro. Alles Glückliche. Auch viele weitere Jahre. Sendinger Spezial. Wetter ist gut. Sonne hat geschieden. Es hätte eigentlich regnen sollen. Tut es jetzt aber doch nicht. München, I love you. Der Orleans Döner am Ostbahnhof. Türkisch. Kumpis. Hey Leute! Kebab! Hey. Kebab! 90er, 90er, das ist der Verrückte, man! Der beste Kebab ist im Wofer 1000, Leute! Sam hat gesagt! Keine Ahnung, wie der heißt, Digga! Er meint Pamuka! Jeder beim Wofer 1000, genau am Bahnhof, Digga! Auf einmal talk ein neuer, um Konkurrent zu sein! Immer noch nicht genug! Thank you, my brother! Fertig, Bruder! Vom okay. Samu! Hey, Lukas! Ist Türkisch! Keine Ahnung, wie heißt er? Ich glaube, er ist Rollos Döner. Rollo, ja, Rollo. Erbil. Ja, meine auch. Also, mein Lieblingsdönerladen ist der Türkisch. Sam, öffne dich! Der Turker Kebab. Sendlinger Spezial. Oh, Sendlinger Spezial schon gut. Ronnys Döner. Eibos. Tegernseer Landstraße. Hast du auch einen? Nee. Doa. Sendling. Es fängt leicht an zu niesen, aber wir sind gut dabei. Jungs, kurze Frage habe ich. Ich habe gehört, Django's soll gut sein. Welchen sagst du? Django's. Welchen sagst du? Bro, Türkisch. Habt ihr einen Lieblingsdöner in München? Ja. Sendlinger Spezial. Und Django's. Ja, der ist gut. Django's ist gut. Alright. Alles klar. Toka. Dankeschön. Amalienstraße. Tag Nummer 2, sind wieder auf der Suche, 40 Leute. Lukas Dülferstraße. Ja, München, Django's. Oder nicht? Baby! Baby! Tarim Imbiss. Türkisch. Kebab aus der Pilgersheimer Straße. Alis. Ich würde auch sagen Alis Döner. Bei Taki heißt er. Olianstraße. Olians Kebab. Food Factory. Türkisch. Best Döner in Falafel. Best Döner in Falafel. Ist das der direkt an der Donnersberger Brücke? Richtig, ja. Django's. Istare. Herzlich willkommen im Oberpollinger. Selling Spezial. Bei mir auch. Django's. Ich würde sagen Türkisch. Django's in Giesing. Einfach der Laden heißt AMK. Wir haben einfach gerade aus Versehen Kriminalpolizisten gefahren. Ich habe es aber nicht gecheckt. Genau hier. Wie heißt der? Auf der rechten Seite. Genau, Berliner weiß ich nicht. Döner neu geöffnet. Der Berliner Döner. Leuchtenberger Ring. Berliner Döner. Babos Döner. Verdi. Django's. Isot. Django. Django's. Mendling Spezial. Locus. Django's. Lokus Döner ist beste Dönerladen. Lokus Döner. Turka. Ja, Lokus Döner ist der beste. Pasti Pesto am Romanplatz. Orleans Kebab. Wali Baba. Turka. Safe Akadash. Als Öfer. Als Öfer München. 101 Personen gefragt. Ja. Wir haben es geschafft, wir gehen zu Platz Nummer 3. Türkisch. Wow, wow, wow. Eine sehr, sehr berühmte Dönerkette hier. Wie lange gibt's euch schon? Seit 2017. 10 years anniversary. Wir sind hier zum Probieren. Platz Nummer 3 und Spot Nummer 1, Türkisch. Wir probieren. Ich habe Türkisch Döner, glaube ich, einmal in meinem Leben erst gegessen. Ist lange, ja. Wir haben den jetzt in die Hälfte schneiden lassen. Vom Bild her wunderschön. Petersilies. Wir haben Tomate, Zwiebeln, ganz klassisch bestellt. Werden wir bei jedem Laden machen. Mit bisschen Zitrone drüber. Eigenes Brot, eigener Style. Weil so ein Dönerbrot gibt es nur bei Türkisch. Ey, das haben wir uns auch verdient. 100 Menschen fragen, was sagst du, wie einfach ist das? Ich kann nicht mal denken. Also jetzt könnt ihr auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da lassen. Und natürlich auch sagen, was wir als nächstes probieren sollen. Guten Appetit. Alles gut, wie geht's dir? Geil, wenn man den in die Hälfte schneidet. Ich habe gerade richtig Fleischkick gehabt. Ja, der Spot wird es jetzt auch am einfachsten haben. Warum? Weil wir haben am meisten Hunger. Da ist auch ein bisschen scharfes Pulver drin, es geht so unter. Das Brot ist an sich geil, aber ist mir so ein bisschen zu trocken. Das Fleisch... Schmeckt aber die Zitrone richtig raus. Also ich sag so, ist ein solider Döner für München. Schmeckt. Boah, hat Zumak drinnen und plus Zitrone, also ist schon guter Sauerkick. Ist ein solides Ding. Willst du probieren? Nein. Da ist halt noch Gemüse drin, ja. Was nicht bei den anderen wahrscheinlich sein wird. Unser Gemüse kickt schon gut rein, also schmeckt schon, so ist es nicht. Das ist der einzige Gemüsedöner, der jetzt vorkommt in der Top 3. Es ist auch jetzt der Zeitpunkt. Schreibt rein, was ihr glaubt, welcher Platz 1 und welcher Platz 2 ist. So gut schmeckt, oder was? Was wir mir beide zurückgeben wollen? Nein, nein. Film mal den afrikanischen Mann. Ganz kurz und knackig, solides Ding. Jetzt hier hinten zum Beispiel habe ich auch fast
Da ist gar kein Fleisch mehr. So, an sich, erster Döner schmeckt gut. Wenn man Hunger hat und auf Schnelle was haben will und den sieht, kann man machen. Aber meine Empfehlung ist, ich spreche das jetzt auch aus, ich kenne Türkisch und ich esse bei Türkisch nie Döner. Ich empfehle euch, Köfte-Sandwich zu essen. Das schmeckt richtig geil. Das hier ist nicht auf Münchner Level, was Döner angeht, einfach. Aber ist trotzdem ein solides Ding. Sehr viele Leute haben uns den empfohlen. Somit, wir sehen uns bei Durango's. Wir gehen rein und geben euch unser kleines Feedback, Ladies and Gentlemen. Platz 3, das habe ich vorher vergessen zu sagen, hatte insgesamt 8 Stimmen. Also Türkisch wurde 8-mal gesagt von 100 Personen. Hier haben wir Platz 2, Django's Döner. Ein Classic, habe ich sehr oft gesagt, dass es für mich der beste Döner in München ist. Hat 16 Stimmen von 100 bekommen. Viele meckern, dass der kleiner geworden ist, dass das ist. Ich bin ehrlich, ich esse ihn nicht im Jahr 10-mal, deswegen kann ich das nicht werten. Ich finde, die Größe ist geil, er ist immer sauber belegt. Das Fleisch ist eigentlich immer clean. Geschmacklich ist er immer eigentlich on point für mich, einfach für München. 8 Euro Döner ist eigentlich auch noch sehr günstig für München. Ich glaube, in München gibt es auch 11 Euro, 10 Euro Döner, sowas. Und da ist es wieder. Der Döner schmeckt einfach wie immer. Ist ein zuverlässiger Döner. Egal, ob viel oder wenig los ist. Wenn man diesen Biss sich anschaut, im ersten Biss hast du genug Fleisch, hast du genug Gemüse, hast du genug Tomate. Oben ist noch mal ein bisschen Fleisch, Soße. Ich sag so, wie es ist. Es ist wahrscheinlich, wenn man so sagen kann, der zuverlässigste Döner in ganz München. Mhm. Super. Einfach klar kennt, ja. Oder mit dieser Schmalzlocke. Ich kenne Django's schon seit der Eröffnung. Sehr, sehr guter Döner. Wie gesagt, davor habe ich auch gesagt, Django's ist meine Nummer 1. Schmeckt einfach nur, was mich halt stört, ist, dass Gurken nicht in den Döner reingehören. Gurken beide rein, ja. Was ich auch da zu meckern habe, ist, dass mir die Tomaten und manche Gurken und so zu groß geschnitten sind. Ich weiß, was du meinst, dass Gurken für dich nicht reingehören. Bruder, du hast sogar Soße hier. Das ist krass. Für mich gehört das Gemüse kleiner geschnitten, dann wäre ich noch glücklicher. So dünn, wie sie die Zwiebeln schneiden, so dünn müssten sie gefühlt Tomaten und Gurke auch schneiden. Es ist halt jetzt ein bisschen zu viel Soße. Ja, zu viel Soße. Er hat wirklich zu viel Soße reingetan. Mhm. Aber ansonsten, wenn man so kommt, so perfekt, Soße stimmt mit dem Fleisch, das kombiniert das alles perfekt. Im Vergleich muss ich auch sagen, dieser Döner, meiner Meinung nach, weit über Türkisch. Punkt, Ende, aus. Ich weiß jetzt nicht, ob Kamerabonus, aber genug Fleisch zum Beispiel bei Türkisch war nicht so. Die hatten salbiert gehabt, ja. Eine Hälfte war gar kein Fleisch mehr, die andere Hälfte war noch Full Fleisch. Genau. Aber Juice, sein Vater, und Bro, Gurken machen schon Sinn im Döner. Der ist einfach ein Point, ich sag euch so, wie es ist. Ich habe den Döner nie in meiner Kindheit gegessen, aber der schmeckt für mich wie Kindheitsdöner. Durch diese süße Soße und so. Scharf feuert. Ein Bumm. Bei jedem Dönerladen ist ein Tipp von mir, müsst ihr eure perfekte Bestellung rausfinden, wie ihr die macht. Weil es gibt manche Dönermänner, die machen zu viel Soße. Dann weiß ich schon, bei dem Dönerladen sage ich, hey, mach ein bisschen weniger Soße. Station Nummer 3 und Platz Nummer 1 mit 20 Stimmen. Für alle Leute, die sagen, ja Randy, du hast in den falschen Regionen gefragt, schreibt einfach Hashtag Teil 2 rein. Ich gebe mein Bestes, um für euch diese Videos möglich zu machen. Sendling Spezial ist ein Döner, den kenne ich sehr gut. War hier sehr, sehr oft, aber ich war hier sehr lange nicht mehr. Deswegen freue ich mich jetzt auf den letzten Döner. Und ich sage euch eine Sache, ich habe noch richtig Hunger. Der beliebteste Döner von den 100 Leuten, die wir gefragt haben, Sendling Spezial. Das hier ist so ein kleines YouTuber-Bonus-Special extra gewesen. Ja, das ist eigentlich nicht so, was aber sehr, sehr geil ist, weil jetzt können wir das Fleisch einfach so probieren. Schau mal. So. Und Fleisch schmeckt. Jetzt haben wir das Fleisch sogar nochmal hier, probieren wir jetzt nochmal ganz heiß. Das ist so ein bisschen, jetzt kann man den Vergleich schön zu Ferhat-Döner in Wien, weil das so eine ähnliche Art ist. Es schmeckt sehr geil, aber geschmacklich ist on point, das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist nur noch nicht so saftig wie bei Ferhat. Aber ich weiß nicht, wie lange die das machen. Wenn man da noch ein bisschen dran arbeitet, sehr, sehr geiles Fleisch. Der Holzkohl hat auch was damit zu tun. Ich bin mir sicher, dass es damit zu tun hat. Es hat natürlich damit zu tun, wie du das Fleisch im Voraus bearbeitest und so. Ja, aber Holzkohle bringt halt nochmal diesen Kohlegeschmack da rein. Dieser Döner hier, den hat Franklin empfohlen. Vorher, falls ihr genau im Edit aufgepasst habt, der war wichtig, seine Meinung. Das hier ist 30% Hähnchenbrust und 30% Hähnchenschenkel. Nee, 50-50 war das, gell? Ja, genau. 3, 2, 1, guten Appetit, das wird jetzt der letzte Döner. Sobald man dieses Fleisch hat, sage ich euch ehrlich, hat man das Gefühl, man ist in Istanbul einfach. Es bringt dich nach Istanbul. Probier diese Tinger. I nehme. Soll ich dir meine Meinung sagen? Schmeckt geil. Lüg mich an, bitte. Ja, okay, ich lüg dich an. Super, aber ich würde dieses Fleisch nicht mit Brot und so essen. Ich würde es nur so essen. So mit Zwiebeln und normal Brot. Döner-Teller. Bevor du was sagst, probiert das Fleisch mal so jetzt erstmal. Einfach Fufu aus dem Döner gemacht, cool. Wie er gesagt hat, Döner-Teller. Ganz einfach.
Sehe ich auch so. Trotzdem muss ich sagen, dieses Fleisch, ich habe das jetzt so ein paar Mal bei Dönerläden gegessen, schmeckt sehr, 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 sehr lecker. Da ist noch Platz nach oben so, aber hey. Ich muss auch eine Sache sagen, das ist ein bisschen untergegangen. Das Brot ist geil von denen. Das ist richtig soft, trotzdem crunchy. Und die Würzung ist anders, gell? Es schmeckt anders wie jeder andere Döner. Next Level, sage ich euch so, wie es ist. Next Level. Die unterscheiden sich heftig. Der Django's Döner ist ein bisschen süßer so für sich. Der hier ist sauer und scharf, oder? Fleisch, Bro. Bro. In dem Hähnchen sind Grillaromen drin, oder? Gemüse. Das ist jetzt der, nachdem wir schon drei Döner gegessen haben. Wenn ich Bock auf einen Döner habe, so mit Brot, mit allem Möglichen, da würde ich genau den bestellen, mit Hähnchenfleisch. Ja. Und so ein ganzes Gemüse, die Soßen sind top, alles ist top. Aber wenn ich Bock habe auf so ein bisschen Kalbfleisch, da würde ich mir eher einen Dönerteller hier nehmen, bevor ich mir das in Brot rein tue. Der ist geil, aber das Ding ist für mich ein richtiger Döner. Ich mach mal noch ein Beißerchen. Nimm mal noch ein Beißerchen, Kollege. Ja, ja. Ich habe einfach die perfekten Worte gleich. Da sind wir jetzt gespannt. Jetzt. Der da gibt mir richtig, richtig, richtig Heimatfeeling. So, wenn ich drüben bin, bei meinen Eltern, so in Irak und so. So, ich habe dieses Feeling einfach. Dieser Döner erinnert mich so an drüben. Super Döner. Du hast zwar gesagt der, aber ich würde mich schon für Django's entscheiden. Dieser Teller hier ist ein kleines Special. Aber ich denke, wenn man den nett fragt, kriegt man den wahrscheinlich für 5, 6 Euro. So ein bisschen Fleisch, dass man das auch mal probieren kann. Oder sagt, hey, kannst du mir ein bisschen Fleisch in die Hand geben zum Probieren? Alles sehr lecker. Dieser Laden hier schmeckt sehr, sehr fein, sehr, sehr lecker. Wirklich, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Crazy, dass überhaupt 100 Leute zu finden waren in München. Ich muss auch mal wirklich ein Lob an München raussprechen. Man muss sie wirklich nicht lange fragen, man findet 100 Leute. Fleischwürzen haben die auf jeden Fall durchgespielt, kann man sagen, was man will. Sehr viel Gewürz. Für manche vielleicht auch zu viel. Ich finde das aber ganz geil. Hähnchenspieß zu machen ist nicht so einfach, weil wenn du so runterschneidest, Bruder, musst du es erstmal saftig hinbekommen. Manchmal hat man schon juicy Stücke, manchmal nicht. Aber ich finde Hähnchendöner was sehr geiles. Für mich ist er Platz 1 Django's. Mal ein dickes Dankeschön geht an den Bruder raus. Der war die ganzen 2 Tage mit mir unterwegs. Sein Instagram ist unten verlinkt. Der Mann ist Single. Spaß war ein Witz jetzt in Schwarzer. Für mich stimmt die Reihenfolge auch genauso, obwohl ich sagen muss, dass Django's und Sendling Spezial wirklich so sind. Der ganz knapp. Warum? Hier ist das Fleisch ein bisschen trockener. 10 von 10 Video. Danke an ganz München. Ich würde sagen Django's Nummer 1. Nummer 2, safe Sendling. Es sind die Top 3 Döner in München auf jeden Fall. Für Teil 2. Macht euch bereit. Es muss nur so gehen, Leute. Ich krieg Instagram-Nachrichten. Hey, ich habe dich hier bei Türkisch gesehen, hey, ich habe dich da gesehen, ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Sprecht mich an, wenn ihr mich auf der Straße seht. Warum? Dann kann ich euch direkt fragen, dann macht ihr mir das Leben einfacher. Wir waren 2 Tage unterwegs. In diesem Sinne, halt mal nochmal. Weißt du, was wir jetzt machen? Mein Outro. Weißt du, wie es geht? Nee, Mann. Du machst so. Brauch ich mich, gell? Nein, du machst so. Lässt dir Zeit und irgendwann schnippst du. Trau mir doch. So. Ich mein erstes Date und das war unsere Lieblingsmusik. Ich weiß aber auch nicht, wieso dass ich jetzt gerade so gemein bin. Den Namen nicht, aber Bruder. Du musst Namen wissen, Bruder. Name weiß ich nicht, Bruder. Leid. Alright. Okay, jetzt ist wirklich dark. Digga! Hey Broski, warst du nicht in meinem Pizza-Video? Hast du vielleicht noch eine Döner-Empfehlung? Hast du einen Lieblingsdöner in München? Du isst kein Döner in München? Alright. Hast du einen Lieblingsdönerladen in München, den du mir für die Cam sagst? Ey, ohne Witz, ich finde mal keinen Döner. Komm. Wenn kommt deine Donner vom Haus, ich mache deine Beste, ja? Mach mal schon so. Kurze Zwischenpause, Baran hat gesagt, das hier sind die schärfsten Chips. Bruder, die gehen nicht auf. Alright. So sehen die aus. Süß und scharf, das schmeckt nicht so geil. Ein Lieblingsdöner. Na! Hast du einen Lieblingsdöner in München? Das ist meine For You. The Franklin! Who the f*** is that guy? Weil du gerade sagst, genau wie in Istanbul. Was habe ich am Tisch gesagt? Du beißt in den Döner, du denkst wieder, du bist in Istanbul.